Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Medienrunde nach unserem Heimspiel gegen den TSV 1860. Herzliches Willkommen den beiden Trainern Michael Köllner und Hagen Schmidt. Michael, herzlichen Glückwunsch. Bitte, dein Kommentar. Ja, 6-0 zu gewinnen auswärts ist natürlich schon eine tolle Leistung. Von dem her Gratulation und Respekt an meine Mannschaft, dass sie jetzt auch nach dem schwierigen Spiel letzte Woche gegen Osnabrück, wo wir dann zu Hause trotzdem leider die Segel streichen mussten mit dem 2-3, dass wir dann trotzdem halt so viel Charakter, so viel Herz auf den Platz gebracht haben. Das imponiert mir schon und das zoll ja einen großen Respekt meiner Mannschaft, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so selbstverständlich. Und ja, das Spiel selber, glaube ich, ist ja relativ schnell erzählt. Ich glaube, wir waren sehr konsequent in unseren ersten Aktionen. Wir haben sehr gut defensiv, gut zugepackt, haben ein gutes Umschaltspiel gehabt und vor allem die Tore, glaube ich, sehr, sehr gut rausgespielt. Sicherlich mit Stefan Lex heute wieder ein Kapitän, der bei jedem bis auf ein Tor über seine Finger, würde ich fast sagen, seine Füße mit im Spiel gehabt hat. Und von dem her, glaube ich, sind wir froh. Vor allem freuen wir uns auch über die vielen Tore, weil das für das Torverhältnis für uns dann schon nicht unerheblich ist, wenn wir auf den vierten Platz noch kommen und wollen, dass wir zumindest unser Mindestziel in der Saison noch schaffen, die Qualifikation für den DFB-Pokal. Und für Duisburg hoffe ich natürlich, dass das Spiel jetzt nicht so lange in den Klamotten bleibt. Die Saison ist geht nicht mehr lange. Ich glaube, ein Spiel noch gewinnen und dann kann man das Ding dann eintüten und dann wieder einen Neustart schaffen. Also wie gesagt, von dem her, wie gesagt, nehmen wir es alles Gute, viel Erfolg weiterhin und vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Hagen, bitte. Erstmal Glückwunsch an Micha für den Sieg. Boah, mir fällt es schwer, jetzt so kurz nach dem Spiel die richtigen Worte zu finden. Ich habe auch keine Lust, mich vor irgendjemandem zu entschuldigen, weil das, was hier passiert ist, gibt es nicht zu entschuldigen. Das war einfach eine Nichtleistung von vorn bis hinten. Einzige, wenn man was Positives sehen will, wir hatten schon noch einige Torchancen, sowohl erste Halbzeit und auch zweite, die sicherlich sehr deutlich waren, wo man einfach ein Tor machen müssen. Aber das hat heute so ein Stück weit zu dem Ganzen gepasst, dass auch solche klarsten Möglichkeiten kläglich, so kann man es schon sagen, kläglich vergeben wurden. Ja, nichtsdestotrotz ist es eine Situation für uns, die nicht neu ist, die wir schon des Öfteren in der Saison leider Gottes durchmachen mussten. Und doch diesmal zählt es. Wir müssen uns schütteln, sammeln und wieder an den richtigen Schrauben drehen, um dann Mittwoch das Pokalspiel gewinnen, um dann in einer anderen Art und Weise im nächsten Spiel aufzutreten. Vielen Dank, Hagen. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Hermann Kewitz, bitte. Herr Schmidt, Sie haben auf eine Viererkette umgestellt. Was war die Idee dabei? Ja, wir wollten einfach, oder Resultat aus den letzten Spielen war schon so, dass wir offensiv mehr Aktionen haben wollten. Wir wollten einfach zwischen den Linien mehr Spieler haben, um da länger im Ballbesitz zu bleiben, um die Umschaltmomente, aber auch Ballbesitzmomente da länger auf unserer Seite zu haben. Gerade gegen spielstarke Gegner ist es wichtig, dass du natürlich auch nicht nur auf Umschaltmomente baust, sondern auch hier und da Phasen hast, wo du Ballbesitz hast. Deshalb auf das 4-3-3 umgestellt und ich würde meinen, am Anfang war das schon offensiv ein Tick besser, weil es einfach mehr Optionen für die Offensivspieler ist. Wir können schneller nachrücken, wir sind schneller in den Zwischenräumen, in den haben alle Linien besetzt und unser Krux war einfach heute das Spiel gegen den Ball. Und das war Katastrophe und das zieht natürlich auch dann dem anderen Spiel ein Stück weit den Stecker. Du wirst dann unsicher. Hier und da ist der eine oder andere dann vielleicht froh, nicht den Ball zu bekommen. Und dann sieht das am Ende so aus. Sie haben ja dann nach 22 Minuten wieder auf die Dreierkette zurückgestellt, weil Sie drei Tore kassiert haben. Offensichtlich ist der Plan nicht ganz aufgegangen, oder? Also hat es auch damit zu tun, dass die Spieler sich vielleicht nicht so orientieren konnten in der Viererkette, nachdem sie so lange Dreierkette gespielt haben? Ich weiß nicht, es sind alles Profis, die schon länger irgendwo gespielt haben, beziehungsweise schon höherklassig gespielt haben. Und ich denke, für einen Fußballer ist es jetzt kein großes Problem, von einer Dreierkette auf eine Viererkette umzustellen. Wenn es für jemanden ein Problem ist, dann ist er in der falschen Liga, muss man auch ganz klar so sagen. Aber wenn es 3-0 steht, dass dann der Plan nicht aufging, kann ich jetzt nichts anderes sagen. Ja, und deswegen haben wir da zurückgeswitcht auf altbewährtes, wo vielleicht zuletzt auch ein Stück weit für den einen oder anderen mehr Sicherheit da war. Sicherlich dann wieder zulasten des
offensiven Gedankens, aber in dem Fall, sage ich mal, gehen die ersten 30 Minuten vielleicht auf meine Kappe, weil wir eine Idee hatten und die hat jetzt letzten Endes nicht funktioniert. Aber ganz so einfach will ich den Spieler noch nicht machen. Sie haben ja nach der Pause dreimal gewechselt und dann zwei Tore nach Standardsituationen bekommen. Stimmte da die Zuordnung? War das nicht abgesprochen, wie wer wo stehen sollte? Ja, abgesprochen ist es grundsätzlich schon immer, ja, auch für die, die eingewechselt werden, werden ja dann auch darauf gebrieft, bevor sie reinkommen. Und in dem Fall war die Zuordnung nicht da. Zumindest bei dem Einzelnen, der für denjenigen, der das Tor dann macht, zuständig war. War ja schon in der Vorsituation zu sehen, wo es schon gebrannt hat, ja, dass da, wo sie eigentlich schon das Tor machen müssen, dass da die Zuordnung nicht gepasst hat und in der Folge völlig andere Situation passiert trotzdem. Also ist es so, dass da die Zuordnung einfach nicht gut war. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Michael, euch guten Heimweg, viel Erfolg auf dem Weg in den Pokal und uns Hagen dann am Mittwoch in Strahlen auch. Danke fürs Kommen, guten Sonntag noch. Danke. Ciao.